Herbert? Roswitha? Werfen jetzt mit irgendwelchen Namen um uns. Finde ich gut. Hauptsache schnell das Thema wechseln. Damit wir das Thema Bananen und Baguette... ja. Schnell weg haben. Ich habe Gott gesehen. Und das ist Dutch Schuld. Zieht euch das mal rein. Das ist Dutch Schuld, dass der verwundet ist. Der wäre eigentlich nicht verwundet, wenn Dutch einfach nur geschossen hätte. Ihr wollt Gurke? Was? Ach man. Ich meine, er war ein Idiot, dass er so... dass er da überhaupt auf Dutch gehört hat. Aber gut, wir haben auch am Anfang auf Dutch gehört, weil wir dachten, er hätte die... Weiß ich nicht, er wird das sagen, was... ja, was richtig ist. Er hätte einen Plan. I have a plan. Na dann mal hören. Winsel? Das kannst ruhig A schreiben. Er stirbt jetzt 100 pro. My son. What are they gonna do now? They must move. Ja, ein paar. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. Aber noch nicht viele. Zum Glück. Also ich muss sagen, wirklich, dass der Chat relativ chillig ist. Good people. Ach man. I'm sorry, but we must pack and move. Nein, ich meine in Sachen beleidigend sein, weißt du, das meine ich halt. Also da ist es echt angenehm. Hatte ich nur, ich glaube, 2-3 Mal solche Schlauen hier drin, die meinten, beleidigend zu werden, aber für die Zeit, die ich schon streame, ist das noch wenig. Ach, Arthur. Ich glaube, das sind die Deutschen, oder? Besser Englisch, Kind. Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Heißt das, hätten wir den Deutschen nicht geholfen, hätten die uns jetzt auf der Straße nicht eingesammelt, das Spiel wäre vielleicht früher zu Ende, weil er wahrscheinlich auf der Straße krepiert wäre. Kann das sein? Gibt es solche Möglichkeiten in dem Spiel, dass sich das irgendwie... Lol, mein Anteil 0. Really? Gibt es solche Möglichkeiten in dem Spiel überhaupt? Girl. Oh, fuck.
Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Wir machen mich gerade fertig, ey. Ich bin eine Pupsnase. Ja, und? Pupsnase klingt süß. Das Tränen in den Augen. Ja, mir tut das alles so leid. Ich will nicht weiterspielen. Das Spiel soll immer weiter gut sein. Aber bitte vor der Krankheit, weil da hat er mir besser gefallen. Denkst du auch, dass es so ist? Okay. Hello. Scheiße, ey. So, ich reite mal los. Und mach gleich wieder Dingens an. Weil ich muss pinkeln, Leute. So. So folgen Sie dem Weg. Danke. Immer so orange im Chat. Bei mir bist du rosa. Es tut auch mal gut. Was tut auch mal gut? Achso, das verwirrt sein. Okay. Alter Finne. Das Game. Laden Sie Ihr Handy auf. Ja, danke. I'm hungry. Ja, rosa. Bei mir bist du rosa, Jay. Ich mag das auch nicht. Kannst du das mal bitte ändern? Und Quinn ist nicht rotzig gelb bei mir, sondern orange. Und Alex ist komisches grün. Ich meine, Alex ist eh komisch, aber egal. I'm sorry. Das hat einfach jetzt so gut gepasst. Haben wir es noch weit? Machen wir das, Muchacho. Ja. Du selber Idiot. Mach mal Platz da. Wie weit sind wir? Okay. Ich glaube nicht, dass jetzt schon das Ende sein wird, weil wir haben 77%. Warte mal, ist das Spielfortschritt oder ist das Story? Story. Spiel 63. What the fuck? You done good, girl. One of them would hurt our kid. Oh, really? Danke, Quinn. Uff. Leute. Uff.
Einfach nur. Uff. Hi Sadie. Schön dich zu sehen. Wieso spawn ich neben dir? Na klar, die Mädels halten zusammen. Ist doch normal. Ess mal was. Oder ich trink mal was. Hallo Wonderboy, wie geht's dir? Mr. Morgan. So. Ich bin mal gespannt. Eine Mission könnten wir theoretisch noch. Lady, was ist los mit dir? Eine Mission könnten wir theoretisch noch schaffen. Wir werden sehen. Wie lange diese Mission geht. Ich speichere mal kurz das Spiel. Einfach nur mal sicherheitshalber. Weil wir die ganze Zeit nicht gespeichert haben. Schade, ich dachte, hier steht so die Zeit, die man spielt. Insgesamt und so. Aber nein, gut. Dutch ist nicht verfügbar. Why? Dutch möchte mit dir sprechen. Why is everyone acting so crazy, Morgan? I guess folk are real scared. We'll be fine. We always have been. Now Dutch will see us good. I hope so. Ja. Nee, heute gibt's kein Skribbel. You know, I thought more of you, Morgan. Ja, aber ganz ehrlich, wirklich, mittlerweile kann man nur an dem zweifeln, wenn man mal vernünftig denkt. Ah, you paying us a visit, Morgan? Come over to the other side of camp, have you? Cross the great divide? Schnauze. So. Cleet and Joe are good boys, Arthur. I rode with them a long time ago. Best thing that could have happened to us, really, me bumping into them again. Best thing, right, boys? Yeah, sure. Now, Arthur's a kind of sullen, angry man, and he ain't well. Not well at all. Sad, really. But what can you do? Guess we all gotta die sometime. You know, once all this gets shaken down a little and calmed down, we're gonna get going on business, boys. Good business. I got good ideas. Me and Dutch, we both have. We've talked about Australia. It's an amazing place. More land than you can imagine. We'll go someplace good. Dutch has got plans. Oh, ich kann's nicht mehr hören. Plans. He has. Ich glaube, Dutch kann froh sein, dass er sich morgens die Schuhe zubinden kann. Hör mal. That bridge is done. Very good. Just the distraction we need. Ja, lol. I hope so. Anyway, I'll leave you to it. Run along now. Dutch will aber mit mir reden. Warum will er jetzt nicht mit mir reden? Was ist los? I've got plans. Many plans. Und ich habe einen Stock im Po. Jay, Sterne. Ich muss gerade selber überlegen. Muss ich vielleicht schlafen? Abend? I don't know. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch lange geht. Once a boy. Und Dankeschön. War anstrengend, aber er ist rum. Sagen wir es mal so. I've got plans. Gott. Ich reg mich sogar selber auf, wenn ich sage. Nee, nicht ich. Dutch. Bitte verwechsel mich nicht mit Dutch. Ach so. Bitte. Well, at least you ain't run off. What you talking about? Pearson left.
Old uncle, the traitors, both gone at dawn. Richtig they so. Said young Tilly they were running to save themselves. Richtig and so. Mary Beth left as well. Richtig so. How it goes. They are goddamn cowards, Arthur, cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. This is a tough time, and you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well then there maybe ain't we no can freedom for no one in this country no more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army and Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. As long as a goddamn train. Arthur, this is different. We know this is full of cash. Army payroll, money and supplies to repair the bridge that you blew. This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, yeah. I ain't got much to lose, but you know, the women and the children and John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let them go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists upon it. Insists. Let's ride out, gentlemen. Let's go. Ich erwarte sehr Böses. Stock im Po, da ist er froh. Ja, Dutch hat definitiv einen Stock im Hinter. Der Tag war auch anstrengend. Ja, manchmal ist es so, gell? Auf einmal redet der von Familie. Der redet immer von Familie, aber dem ist die Familie scheißegal. Ich mag die Stimme von... Ich auch. Oh, ich finde die Stimme einfach so schön. Ich glaube, ich nehme das auch. Ich hab's ja aufgenommen. Müsste irgendwo was aufnehmen, wo er die ganze Zeit nur redet. Kein anderer. Das immer abspielen. Ein Zug, scheinbar. Dieser Sarkasmus von dem Arsch, ja, das stimmt. Das geht nicht gut. John, you go get that dynamite. We'll meet back up outside of Saint Denis. I'll go with him. As you wish. Come on, it's this way. I hid the wagon down here after we blew the bridge. This is one big goddamn group of us to be riding back into Saint Denis. Yeah, I heard the Pinkertons have pretty much taken over Van Horn. Moved a whole heap of men in there. Things are closing in fast. Shit. Der Stock stupst sein Gehirn an, genau. Deswegen kann er nicht mehr so klar denken für seine Pläne. Als Hörbuch nur für Izzy. Ja. Nur für mich. I'll get the dynamite. No, I can do it. You sure? I'm fine. Okay, it's in the back. You sure you're all right to do
Das wäre eine Idee, Jay. Wow. Ein Dynamit. Got it. All right. Let's get this done. Come on. The train's on its way. So listen. Abigail just told me. The money? It's hidden in the caves at Beaver Hollow. What? Yeah. So much for never hiding it near camp. Dutch was getting even sloppier than we thought. Are Abigail and Jack ready to leave? I think so. Okay. Whatever happens with this job today, wherever Dutch and them go next, we're getting you the hell out of here. We're going to get you the money you need. Knowing the three of you got out, well, maybe all of this will still mean something. Tilly and Susan, too. I'll do whatever it takes. You've always had my back, Arthur. Perhaps not always. Anyway, here we go. One last train, Arthur. One last train. Ich kriege irgendwie Gänsehaut, Leute. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die letzte Mission ist. Weil, bei wie viel Prozent waren wir jetzt eben? Irgendwas mit 70, ne? Da müsste ja theoretisch noch was kommen. Oh Gott. Die Mission wird was länger dauern wie 10 Uhr, denke ich. Aber egal. Chicago and get a real boat from there out to the tropics. So long as it isn't Guarma. Oh, it'll be paradise, son. It's all coming together, Dutch, just like we planned. Is that okay with you, John? Arthur? Or do you insist on something different? Sounds about as good now as every time I heard it before. Oh, Abigail must be real excited. All packed up like she is. I could just see her in the little grass skirt. Don't talk to me, you son of a bitch. Boys, boys, okay now, let's keep it down. We don't want to draw attention to ourselves going through here. Nice and easy through town, fellas. Ah, Saint-Denis. It's good to be back. Happy memories, huh, John? Will you shut up, Micah? That's enough. Quiet, all of you. Wir haben irgendwas geplant, Leute. Not much further now. Leute, das kann nicht gut ausgehen. Warum macht Arthur überhaupt noch mit? Ich wäre einfach abgehauen. Ich hätte die anderen genommen und wäre abgehauen. Er erschießt Dutch und kurz danach stirbt er. Also ich hoffe, dass... Bevor Arthur sterben sollte, dass Dutch vorher stirbt. Ich war das nicht. Der alte Indianer kriegt ihn. Muss mich mal wieder näher ransetzen, ey. Du denkst, er packt es? Nee, das denke ich nicht. Follow Mike and I. Nee, nix nice. Stop the train. Here she comes. Should I just sneak on now? God damn it. Well, everybody mount up. We still going through with this? Of course we are. Das geht nicht gut aus, Leute. Jump, Arthur.
War doch gerade einer. Achso, ist schon tot, okay. Erstmal gemütlich nach. So, warte mal, ich muss mal gerade nachladen. Der kommt nicht hinterher mit dem Nachladen. Warte mal, ich muss mal gerade erstmal. So. Dieser Blick. Also der von Elgato kostet, glaube ich, 150. Dante, danke für deinen Host. Warte, 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 warte. Hier. Da war noch jemand auf dem Zug. Wollte ich nur mal so heben. Shut the hell up! Hey, we all got to work together on this. Look left.